sehr froh, wenn meine neue Kamera endlich da ist. Das scheint es zu sein. Was ist das? Nicht etwa ein Nagel oder was? Hä? Irgend so ein ganz kleines Stück Eisendraht. Ja. Das war ja ein schon riesiges Signal dafür, dass es so ein kleines, dafür, dass es so ein kleines Objekt ist. Da ist noch mehr drin. Ja, nur Scheiße ist da drin. Ist alles Speicherverschwendung. Hab nicht so viel Speicher hier auf der Kamera. Und deswegen zeige ich euch lieber den nächsten Fund mit einem hohen Signal. Hier habe ich gerade einen kleinen Knopf gefunden. Was ist das? Ich muss ins Licht gehen. Der nächste Fund handelt sich dabei um ein Geschoss von irgendeiner Drohne. Von dem Gewehr sicherlich, ne? So, hier ist der nächste Fund. 1 Euro. Wenn ich meine neue Kamera habe, mache ich nicht mehr so komische Videos. Mit nächster Fund und so ein Scheiß. Ist doch blöd. Hier haben wir was. Notarztfahrzeug. Nehme ich natürlich mit. Und dann habe ich übrigens noch was gefunden. Ein riesiges Hufeisen. Ich habe was ganz komisch gefunden. Was ist das? Osanit. Hochgiftiert Osanit. Einfach hier so im Boden. Ist sogar noch was drin. Ist zu geschmolzen. Auf jeden Fall sind da Tabletten drin. Hier das nächste. Wieder ein Hufeisen. In 1000 Millionen Metern Tiefe. Vielleicht sind ja unter euch ein paar Hufeisen-Fans, die mir sagen können, was für ein cooles Hufeisen das ist. Ich bin nämlich eigentlich nicht so der Hufeisen-Fan. Was soll ich damit? Ich finde andauernd Hufeisen. Also ich nehme schon mit. Aber, ja. Ich hoffe, mein Fundvideo hat euch gefallen. Ein bisschen, vielleicht. Ich habe immer noch keine neue Kamera. Die liegt immer noch irgendwo in Griechenland rum. Ich glaube, der Typ wird die niemals losschicken. Ich hätte die nie in Griechenland kaufen sollen. Und muss ich mich nach der anderen Kamera mal umschauen. Bis ich ihn habe, wird es wohl noch mindestens 2 Wochen dauern. Und wenn es dann soweit ist, dann mache ich auch wieder Sondervideos. Hier haben wir den nächsten Fund. Handelt sich um ein merkwürdiges riesiges Objekt. Scheiße, ist schon zu dunkel. Und zwar um dieses komische Objekt. Ich werde zu Hause nochmal eine Fundzusammenstellung machen und die ganzen Sachen zeigen. Jetzt scheint so eine Art riesiger Knopf oder Gürtelschnalle zu sein.
Naja, also wer möchte, der kann sich jetzt hier noch den Himmel angucken. Weil mehr Funde kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich gehe jetzt nach Hause. Und wer nicht möchte, der kann jetzt einfach vorspulen und sich die Funde angucken. Aber es gibt natürlich auch Menschen, die sich jetzt den Himmel angucken. Das sollte man mal berücksichtigen. Gut, in dem Loch liegt noch mehr, ich muss doch weiter buddeln. Da liegt ganz tief unten noch mehr. Ich hab einen drüber gerade gefunden. Viele fragen sich natürlich, warum filmt er den Himmel? Weil es so dunkel ist. Wenn ich die Kamera jetzt auf mich richte, dann seht ihr gar nichts. Überhaupt nichts. Nur Dunkelheit. Ja, so dunkel ist es schon. So, hier nun die Fundzusammenstellung. Wie man sieht, habe ich da noch ein paar mehr Sachen gefunden, was ich im Video nicht zeigen konnte, weil meine neue Kamera ist da. Und ich bin natürlich sofort losgegangen, sondern mit der Kamera und habe ein Video gemacht und dabei ein paar Sachen gefunden, aber die ganzen Aufnahmen waren dann plötzlich verschwunden. Warum, weiß ich nicht. Ich konnte die auch nicht mehr retten, also habe ich die ganzen Aufnahmen nicht. Also, das sind die beiden Hufeisen aus dem Video. Was soll ich dazu sagen? Bin ich so der Hufeisen-Fan. Das Hufeisen habe ich dann einen Tag später gefunden. Das ist ein ganz schön dickes Ding. Dann dieses merkwürdige Objekt hier. Ist auch Eisen. Was das ist, weiß ich nicht. Und eine ganz komisch geformte Objekt. So aus Eisen. Kann mir nicht genau erklären, was das sein soll. Haben wir hier noch ein Objekt. Ich wusste erst nicht, was das sein soll. Aber dann dachte ich mir, das könnte doch auch ein Hufeisen sein, vielleicht. Nur ein anderes. Ein halbes. Oder halt irgendein Werkzeug. Dann habe ich noch einige an Patronen gefunden. Unter anderem diese merkwürdige Patrone hier. Eine Platzpatrone. Diese, so was habe ich noch nie gefunden. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Eine merkwürdige Patrone. Was habe ich noch nie gesehen. Die gibt es auch noch in klein. Dann normale Patronen hier. Das sind die. Da steht drauf 222 Remek. Was das ist, weiß ich auch nicht, aber ganz schön klein Kaliber. Das ist schon 22er Kaliber oder so was. Und das hier ist halt. Irgend so was altet. K98 mäßig. Dann habe ich gefunden meine neue Kamera und Münzen. Den Euro aus dem Video. Dann habe ich noch ein Schild gefunden. Und zwar ein Kreuzer. Leider ist der Zustand schon ziemlich schlecht. Aber, kann man jetzt auf dem Video nicht erkennen, aber es ist ein H drauf. Vielleicht kann man es sogar erkennen. Und vermutlich steht da 1800. H1800. Dann habe ich diese Münze gefunden, wo gar nichts mehr drauf steht. Aus Bronze. Und diesen Knopf. Der sieht auch ziemlich alt schon aus. Da sind so eine Art Blätter ringsrum. Dann noch diesen Knopf, der ist auch uralt.
diesen Knopf aus dem Video. Hat man gesehen, nicht besonders. Ein Hosenknopf oder so. Das war's. Da ich jetzt meine neue Kamera habe, die wird es jetzt in Zukunft wieder viele neue Videos geben. Auch mal hoffentlich mit ein paar interessanteren Funden. Das nächste Video wird wieder ein bisschen besser, hoffe ich doch. Mal ein paar mehr Funde. Und ich werde jetzt versuchen, jede Woche ein Video hochzuladen. Und keine Ahnung, was ich jetzt noch sagen soll am Ende. Danke.